herzlich willkommen, lieber Löwe, zur Taroskoplegung mit Ella. Wir sind in der Woche 8. bis 14.10.2018. Wir gucken, welche Energien vorherrschen. Du suchst dir aus, was du davon gebrauchen kannst, womit du was anfangen kannst. Alles andere lässt du weg. Es ist eine allgemeine Legung und somit auch nicht immer für jeden hundertprozentig passend. Wie gesagt, wir gucken einfach mal, was wir finden und du guckst, was du damit oder was du davon verwenden kannst. Wir haben von außen die Energie 7 der Münzen. Und das heißt, deine Leute um dich herum sind dabei, Dinge ja, auf Anfang zu setzen, beziehungsweise zu warten, dass die Dinge Früchte tragen, ja, dass sich was tut, dass sich was bewegt. Aber dazu braucht man natürlich Geduld. Hier haben wir die Karte, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, deinen Wunsch in dieser Woche, deine Hoffnungen und Ängste, was gut ist für dich, was nicht so gut ist für dich und der mögliche Ausgang in dieser Woche. Dazu kommen natürlich auch die Energien der einzelnen Wochentage, wobei das auch schon mal ein bisschen variieren kann. Zum Beispiel, dass das ein Tag früher ist oder ein Tag später ist. Aber wenn du es in der Legung schon mal gesehen hast, dann weißt du, ja, worauf es ankommt oder was du beachten musst. Wir gucken auch noch, welche Energien von dir ausgehen, also was du nach außen trägst, wie du dich zeigst. Und da haben wir die 8 der Stäbe. Nee, die 5. Die 5 der Stäbe, Entschuldigung, habe ich mich verguckt. 5 der Stäbe bedeutet, ja, so ein bisschen Wettbewerb. Du stehst also in dieser Woche auf Wettbewerb, dich mit anderen zu messen. Das kann gut sein, das kann nicht so gut sein. Gucken wir mal. Wir haben hier den Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. So, jetzt beginnen wir natürlich mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Und da haben wir die Königin der Münzen. Das heißt, du fühlst dich sicher und stabil und ja, ich sag mal auch in deinem Job, in dem, was du tust, in dem, was du hast, sehr wohl. Das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir deinen Wunsch für diese Woche und das ist die 7 der Kelche. Das heißt, du suchst nach Angeboten, nach Möglichkeiten. Die 7 der Kelche kann auch schon mal ein bisschen verwirrend sein, weil eben bei so vielen Angeboten du vielleicht nicht so genau weißt, wo die Reise hingehen soll. Dann haben wir Hoffnung und Ängste. Die Sonne, deine Karte. Du möchtest glücklich sein. Wer möchte das nicht? Ja? Und das ist deine Hoffnung, dass du auf die Sonnenseite gerätst. Dann haben wir, was gut für dich ist, das ist Tschernunos. Das ist wie der Teufel. Das heißt, du hast deine Obsessionen im Griff. Also das, wofür du brennst, das, was du ja, umsetzen willst oder das, ja, du kennst da auch deine Schwächen, sagen wir es mal so. Ja, und du kannst damit umgehen. Das ist wichtig. Nicht gut für dich in dieser Woche ist die 5 der Münzen. Traurigkeit. Ja, könnte sein, dass du traurig bist. Kann aber auch sein, dass du jemanden traurig machst. Und das wäre nicht gut. Ja? Der Ausgang, der mögliche Ausgang, ist die 9 der Stäbe. Das heißt, du kämpfst für deine Sache bis zum Letzten. Ja? Aber du hast halt auch viel Stress, viel Arbeit. Gucken wir mal, was die Wochentage sagen. Der Montag, 9 der Stäbe, das ist dieser Tag, wo ich sagte, du hast Stress, du hast Arbeit, es geht richtig rund. Der Dienstag, 9 der Münzen. Das ist Wunscherfüllung, ja, du bist zufrieden mit dem, was du erreicht hast, aber natürlich arbeitest du weiter. Der Mittwoch, das Ass der Schwerter, Wahrheitsfindung, ein neuer Anfang. Alte Zöpfe werden abgeschnitten, also Dinge, die dir nichts mehr nützen, die du nicht mehr gebrauchen kannst, schneidest du ab. Der Donnerstag, 8 der Stäbe, das ist Kommunikation, das ist sehr wichtig. Das kann mediale Kommunikation sein, das kann sein von, ja, direkt zu einer Person, das kann per Telefon sein, das kann auch bedeuten Gedanken, Ideen. Ja? Freitag, die 3 der Schwerter. Eine Enttäuschung, ein Betrug, whatever. Nicht so schön. Vielleicht deshalb die Traurigkeit. Der Samstag,
Ritter der Schwerter. Vielleicht, ja, sprichst du die Wahrheit, also sagst, was dir nicht passt, was dich verletzt hat, was los ist. Und der Sonntag, Page der Kelche. Ein liebevolles Angebot. Aber gucken wir erstmal, was wir daraus lesen können. Du fühlst dich eigentlich ganz gut. Du möchtest viele Angebote. Du wünschst dir die Sonne. Du hast deine Obsessionen soweit im Griff, aber da ist eine gewisse Traurigkeit und Abgekämpftheit. Vielleicht fühlst du dich nicht genug wertgeschätzt. Gucken wir mal. Was ist die 7 der Kelche? Auch wieder Stabilität und Sicherheit. Das ist dein Wunsch, dass du irgendwo zu Hause bist, also auch gefühlsmäßig irgendwo zu Hause bist. Die Sonne, deine Hoffnung und Ängste, das ist deine Arbeit. Du arbeitest darauf hin, das zu erreichen. Was deine Obsession betrifft, was gut für dich ist, ist das Gericht, dass du genau urteilst und die Dinge wirklich auch besiegst, wenn sie unangenehm sind. Mit den Gefühlen jonglierst du ein bisschen herum. Aber du solltest sie im Griff haben mit dem Herrscher. Die 9 der Stäbe bedeutet, du bist abgekämpft, du hast viel gemacht, du hast viel geleistet, viel gearbeitet und du bist gereizt. Aber wahrscheinlich ein Wasserzeichen, das sich wieder gefühlvoll runterholt. So, am Montag haben wir die 9 der Stäbe und die 3 der Münzen kommt dazu. Du musst nicht alles alleine tragen. Du kannst auch ja, delegieren oder eben mit den Gleichgesinnten teilen. Die 9 der Münzen und die 1 der Page macht zusammen 10 der Münzen. Ja? Wäre möglich. Wenn du auf ein bestimmtes Projekt hinarbeitest oder etwas erreichen möchtest, wäre das ein guter Tag. Ein Neubeginn, Bürden abstreifen, also nicht alles alleine tragen und natürlich auch die Obsessionen irgendwo hinter sich lassen. Kommunikation am Donnerstag und Ruhe, gönn dir Ruhe, dann kann auch das Geld fließen. Am Freitag haben wir diesen Herzschmerz, diesen Betrug. Da bist du gnadenlos und schneidest auch diesen Zopf ab. Beendigung. Wenn dich jemand betrügt, dann ist vorbei. Am Samstag der Ritter der Schwerter und Stagnation. Du bist wütend, gekränkt und du äußerst das auch. Aber du bist mit Leidenschaft dabei. Und am Sonntag, da haben wir Page der Kelche, ein liebevolles Angebot und den Ritter der Stäbe. Möglicherweise ist da jemand, der dich tröstet, der dir darüber hinweghilft. Vielleicht kanntest du ihn oder sie auch vorher schon. Und ich denke nicht, dass du damit schwer zu kämpfen hast, einen alten Zopf abzuschneiden in Sachen Betrug. Wir haben die Karte, Orakelkarte Selbstwertgefühl. Ich verfüge über Seelengaben, die mir und anderen zugutekommen. Ja, du arbeitest hart für deinen Erfolg, auch privat. Ja, du lässt nichts aus, um die Dinge zum Erfolg zu führen. Und Betrug, Lug und Betrug lässt du nicht gelten. Das kränkt dich natürlich, aber du bist ein leidenschaftliches Zeichen und du weißt, wer an deiner Seite steht. Wie gesagt, das muss jetzt nicht unbedingt eine Beziehung sein, kann auch eine Freundschaft sein, aber wer dich hintergeht, ist raus. Vielleicht fehlt noch etwas und ich habe jetzt die Engelkarte gezogen. Was vielleicht zu kurz kommt, das Lachen. Das Lachen hat eine wunderbar heilende Kraft. Es lässt all deine Ängste von dir abfallen. Wenn du lachst, bist du gleich viel glücklicher und entspannter und deine Gedanken werden klarer. Denke daran, Engel können nur deshalb fliegen, weil sie sich auch leicht und beschwingt fühlen. Also nimm auch deine Probleme leichter und erkenne an allen Situationen das Lustige. Lache über dich selbst und mit anderen Menschen. Wenn du innerlich locker bleibst und lachst, werden deine Engel dir ganz überraschend neue Ideen und Vorschläge eingeben, durch die du deine Schwierigkeiten in Vergnügen verwandeln kannst. Lachen ist der Sonnenschein, der die Dunkelheit vertreibt, also sei stets fröhlich und vergnügt und habe Spaß am Leben.
Und Affirmation, ich sehe in allen Dingen im Leben die humorvolle Seite. Okay, je nachdem, worum es geht, absolut durchführbar. Ja, lieber Löwe, es sieht sehr erfolgversprechend aus. Du bist da auch sehr rigoros, die Dinge anzusprechen, die Dinge klar zu machen. Und deine Leistungen sind natürlich auch entsprechend hoch. Und du lässt einfach keinen Betrug zu. Finde ich korrekt, finde ich in Ordnung. Ja. Und mit diesem Wettbewerb hier, vielleicht hat das auch damit zu tun, irgendeine Position zu erreichen. Und wenn dich jemand hintergeht und das auf falschem Wege erreicht oder so, ist der bei dir natürlich unten durch. Zum Beispiel. Ne? Ist jetzt nur ein Beispiel. Jedenfalls hoffe ich, dass das auch tatsächlich so ist, dass du deine Obsessionen im Griff hast und auch weißt, wann es gut ist und dann auch ja, den Ballast abwerfen kannst und dich darauf konzentrierst, was für dich wirklich wichtig ist. Und hier hast du ja auch Kommunikation in der Ruhe und sogar einen Erfolg und Neubeginn mit dem Ast der Münzen. Also musst dich noch nicht mal groß anstrengen. Und hier der Betrug. Das ist ein knallhartes Knockout. Und da haben wir, ja gut, der Ritter, der Schwerter ist jemand, der reinrauscht, auf den Tisch haut und verschwindet. Ob das hilfreich ist, weiß ich nicht. Musst du wissen. Jedenfalls gibt es immer wieder eine neue Tür, die sich öffnet, auch wenn sich eine andere schließt. Und damit, wie gesagt, sehr erfolgreich. Ja? Ja, lieber Löwe, ich bin gespannt, inwieweit dir das weiterhilft, inwieweit du da was mit anfangen kannst. Ich würde mich sehr über deinen Kommentar freuen Ende der Woche. Und natürlich, wenn dir das gefallen hat und du damit wirklich was Gutes anfangen kannst, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Ich danke dir und wünsche dir eine erfolgreiche Woche und ja, viel Power. Bis bald. Tschüss.